Sascha Obradovic und er versucht es mal wieder. Und ich bin mir sicher, dass dem gerade der Arsch so richtig auf Grundeis geht. So will er seine Karriere bestimmt nicht beenden mit einer Pleite heute gegen den kleinen Underdog aus Mittelhessen. Chuck Eitzen. Schafazik. Reborn Gomez, der Nationalspieler aus Angola. Seit letztem Sommer ist er in Köln. Köln jetzt schon fast 3 Minuten ohne Punkt. Eitzen mit dem Foul an Gomez. Das gibt Einwurf für Köln und nochmal die Möglichkeit, die 24 Angriffssekunden endlich mal zu nutzen. Es war übrigens erst das 2. Foul von Eitzen. Ein wirklich sehr, sehr fairer Spieler. Der Ami nicht nur wirklich klasse in der Offense, auch fair. Toller Typ. Und wieder der Publikumsliebling mit der Hand am Ball. Geiler Pass, aber da spielt Sascha Obradovic seine ganze Erfahrung und Klasse aus. Schafazik guckt da ein bisschen dumm aus der Wäsche. Köln über Marco Pesic. Auf Gina. Das 43 zu 51. Der Mann aus Bosnien-Herzegowina. Mit 21 Jahren wurde er schon Nationalspieler. Campbell. Anrin. Es gibt Einwurf Gießen. Aber damit sind die Jungs im weißen Hemd überhaupt nicht einverstanden. Ovchina und McElroy glauben, Hartenstein war noch dran mit der Hand am Ball. Wir geben ihnen die Auflösung. Und die Kölner haben recht. Hartenstein war als letzter mit der Hand am Ball. Glück gehabt für Gießen. Aber so schnell ist der Vorteil schon wieder weg. Ausgleichende Gerechtigkeit hier im Energy Dome. Oh la la, Tumulte auf dem Parkettboden. Lewis Campbell wird da begraben von den Kölnern. Das gibt Freiwürfe. Lou war in dieser Serie, so wie Chuck der überragende Spieler der gesamten Serie war, so war Lou für mich der überragende Verteidigungsspieler dieser Serie. Er hat unglaublich hinten gearbeitet, er hat unglaublich vorne auch kreiert. Lou war vor allen Dingen gegen Köln immer aus dem Pick-and-Roll heraus sehr, sehr gefährlich. Da sind wir sehr, sehr oft mit ihm gegangen. Im letzten Spiel, in diesem fünften Spiel, hatte er schon zur Halbzeit 3 Fouls. Und obwohl er dadurch gehandicapt war und sich ein bisschen zurückhalten musste, so war er derjenige, als wir nach dem Spiel in die Kabine kamen, der sich am unbändigsten von allen gefreut hat und nur yes, yes, yes. Und er hat es natürlich auch unglaublich verdient gehabt, denn er kam aus der zweiten Liga. Viele Leute haben ihn in Frage gestellt. Und jetzt war klar, auch Lou Campbell ist in der BBL als Topspieler angekommen. Und Lou Campbell nicht mehr ganz so cool an der Freiwurflinie wie am Anfang des Spiels. Aber die Kölner sind gute Gastgeber, ja? Und schenken den Gießenern gleich nochmal 2 Freiwürfe. Joaquim Gomez war diesmal der Bösewicht. Aber auch Hartenstein trifft keinen. 4 Freiwürfe vergeben, wenn das mal nicht den Gießenern später das Genick bricht. Die Kölner Antwort direkt von Marco Pesic. Nur noch 51 zu 45 für die 46ers. Das könnte nochmal spannend werden, wenn Pesic jetzt auch noch diesen Freiwurf trifft. Drin ist er. 46 zu 51. Nur noch 5 Punkte Führung für die Gäste aus der Lahnstadt. Schafft es rein Energie, das Ding hier doch noch rumzureißen? Nicht so lange die Hessen Chuck Eitzen haben. Wahnsinn, dieser Typ. Jeder, der Basketball liebt, muss diesen Kerl lieben, egal zu welchem Verein er hält. Einfach geil. Die Frage war eigentlich immer nur, der kann doch nicht so weitermachen. So, ist er wirklich so gut, dass er das schafft? Weil ich glaube, Lou Campbell hat an dem Tag 1 von 7 geschossen oder so. Und die bange Frage war einfach immer, wie lange kann er so weitermachen? Weil jedem in der Halle war klar, dass Chuck dieses Team an dem Tag am Leben gehalten hat. Und
ob er das wirklich über 40 Minuten schafft, das war eigentlich die ganze Zeit so die Frage, die im Hinterkopf war. Das war die Frage, die im Endeffekt entschieden hat, ob wir an dem Tag noch feiern dürfen oder nicht. Und deswegen war es natürlich immer ganz spannend, aber dass er es am Ende geschafft hat. Es ist so, ich bin heute noch gut mit Chuck befreundet und als ich nach Litauen geflogen bin, Anfang dieses Jahres, seine Teamkollegen haben alle erstmal gefragt, stimmt es wirklich, dass er damals diese 40 gemacht hat? Das hat sich also auch rumgesprochen und so richtig glauben kann es immer noch keiner, glaube ich, von denen. Aber auch Gießens Basketballgott schwach beim Freiwurf. Und das war es, das dritte Viertel. Gießen führt mit 53 zu 46. Und weiter geht's. Noch führen die Jungs von Stefan Koch mit 7 Punkten, aber es wird ein heißer Tanz jetzt hier im Energy Dome zu Köln. Und das ist erstmal ein Traumauftakt für die Kölner. Bill Edwards mit einem astreinen Dreier. Uiuiui, die kommen jetzt nochmal, die Kölner. Kann Gießen dem Druck jetzt standhalten? Erstmal ja. Chuck Eizen behält hier die Nerven. 55 zu 49. Sascha Obradovic. Sucht eine Anspielmöglichkeit, findet Ovcina. Glück für Gießen. Anrin mit dem Rebound. Und jetzt Heiko Schafazik. Martin Gavell. Abgepfiffen. Der Korb zählt nicht. Wieder Gießen in der Offense. Und mal wieder ein Foul vom McElroy. So langsam wird es taktisch und ruppig in dieser Partie. Es steht nun mal viel auf dem Spiel. Aber die Entscheidungen schmecken hier nicht jedem. Armin Andres, der Kölner Coach. Heiko Schafazik, Gießens Aufbaumann, holt sich noch neue Anweisungen von Gießens Trainer Stefan Koch. Diesmal ist Nummer 1 drin für Chuck Eizen. Nummer 2 aber nicht. 57 zu 49 für Gießen. Und weil es so schön ist, mal wieder ein Foul der Kölner, wieder an Chuck Eizen. Wenn die Gießener noch ein bisschen besser von der Freiwurflinie treffen würden, dann könnten sie hier nur durch diese Punkte gewinnen. So viel Freiwürfe bekommen die heute. Und wenn wir ehrlich sind, sind die Gießener eigentlich schon die Sieger dieser Begegnung. Jedenfalls, wenn es um die Fans geht. Die sind einfach unfassbar, was die hier abziehen. Als hätte Chuck Eizen das gerade gehört. Er macht alle zwei rein. Wieder eine 10-Punkte-Führung für Gießen. 59 zu 49. Und noch 8 Minuten, bis es hier eine definitive Entscheidung gibt. Stark! Ex-NBA-Profi Bill Edwards mit 3 ganz wichtigen Punkten. So Kerle braucht man jetzt in so einer wichtigen Phase des Spiels. Spieler, die was riskieren, die die Entscheidung erzwingen wollen. Jetzt macht Köln endlich mal wieder mehr Druck nach vorne. Strasser. McElroy. Wieder Bill Edwards. Wird er der Man of the Match? 55 zu 59 dank der 2-3er von Edwards. Mein Gott, was ein Spiel. Und ausnahmsweise hört man jetzt mal die Kölner Fans. Ja, die gibt's hier. Auch wenn man das bisher nicht wirklich gemerkt hat.